Ronaldo versus FIFA 12. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Spielchen zwischen mir, Alex, beziehungsweise Ergoli 1 und Otaldo, den ihr ja wahrscheinlich sowieso kennt, weil ihr ja auf seinem Kanal seid. Hallo! Ja, ich habe heute mal einen kleinen Gast eingeladen, damit er auch mit seiner berühmten Moderation, Einmoderation sozusagen hier Hallo sagt. Berühmt? Ich bin nicht berühmt. Hallo, also. Hallo und herzlich willkommen. Ja, und ihr fragt... Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Solange ich nicht wie Lukas Podolski klinge. Ja, hallo, ich bin Lukas Podolski und ja, ich hab's so bald gekriegt. Translator. Nee, wir können loslegen. Und ich spiele heute mal ausnahmsweise mit Bayern. Und du? Bayern gegen Tottenham Hotspurs. Ich bin Tottenham. Mhm. Weil ich bin so hot, dass ich richtig in der Spur bin. Hotspur. Aha. Mist, der war schlecht. Der war schlecht. Ich mache jetzt hier mal wieder so meine Spezialtaktik. Zwicke. Spezialtaktik? Okay. Die nicht funktioniert. Da bin ich mal gespannt. Ja. Wird bestimmt nichts Besonderes sein. Ja, das ist es. Ich habe auch keine Ahnung. So, wer ist denn bei einem Sturm? Also, ich habe jetzt alles aufgebaut. Also, unser Schiedsrichter ist Flemming Fretzgild. Aha, ist der gut? Kennt man den? Ja klar, das ist weltbekannt, ey. Der war doch letztens erst FIFA-Weltschiedsrichter oder sowas. Schiedsrichter des Jahres. Flemming, ey. Das hört sich an wie hießen die jetzt noch auf Flemminge? Nee, die komischen Dicken, damals Tor. Auf der PlayStation 1 benutzen konnte. Die man einfach runterfallen lassen konnte. Ja, genau, die Lemminge. Mhm. Ja, Lemminge, genau. Das Spiel habe ich immer noch hier rumfliegen. Sehr gut. So, starte hier mal. Sehen die Aufstellung, bla bla bla. Wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, da fehlt doch irgendwer. Ja, fehlt da irgendwer? Nee, aber es sind bestimmt einige gewechselt. Also es ist nicht gerade von Bayern, sondern von Tottenham oder so. Weil ich freue mich jetzt schon auf FIFA 13, das glaubst du nicht. Kann ich mir vorstellen. Und ich bin auch gespannt, wie das wird, wenn ich jetzt auf der Gamescom bin. Ja, da hatte ich eigentlich auch vor hinzugehen. Ja, ich bin mittwochs und donnerstags da, weil wir haben wir haben Pressekarten bekommen und die... Mhm. Wie hast du das denn gemacht? Was? Wie hast du das denn gemacht? Ah, über GameStar. Ach echt? Ja, wir haben halt Pressekarten, eigentlich wollte ich das ganze Wochenende bleiben, aber dadurch, dass ich Samstag mein erstes Punktspiel habe, muss ich leider dann weg. Ja, okay, verstehe ich. Ja, und außerdem ist so ein Hotel für die paar Tage eh viel zu teuer. Oh, nö, wie schießt der denn? Der ist ja ewig bei deinem Tor vorbei. Ja, alter Schwede, ich dachte, den zieh ich da mal locker rein. Ja, Franck Ribéry ist halt kein Linksfuß, ne? Nein! Ja, weiß ich auch nicht, was er ist. Ich habe einfach irgendwie aufgestellt. Ich habe hier so eine Taktik eingestellt, die ist aber total... Ich glaube, die ist Quatsch. Wieso? Was hast du gemacht? Ach, irgendwie so eine angeblich Tiki-Taka-Taktik, aber die Aufstellung finde ich total brede. Was? Wie? Also offensichtlich. Meine Jüte, ich dachte schon. Also Elfmeter wäre da ein bisschen grob gewesen. Ich dachte, hier gibt's gleich Erdbeerkäse. Erdbeerkäse, das hört sich aber irgendwie nicht so gut an. Gibt's sowas? Ja. Chili-Käse kenne ich, aber Erdbeerkäse ist ja ekelhaft. Ah. Chili-Käse schmeckt noch ganz gut. Ich esse zwar eigentlich kein Käse, aber egal. Aber Chili-Käse. Ach Mensch, jetzt hebt ihr den auch noch auf. Ja, Chili-Käse esse ich halt. Vor allem, weil ich habe so einen geilen Käsetower. Schinken-Käsetower. So nenne ich den. Da hole ich immer, also kennst du das Brot aus dem Lidl? Also gibt's ja immer so Zeug, was du kaufen kannst. Oh. Boah. Also gibt's halt Brot, so fertiges Brot, was da ja gebacken wird. Mhm. Und das ist so Körnerbrot. Schneide ich mir immer 4-5 Scheiben ab. Da mache ich eine Scheibe, dann Schinken-Käse. Scheibe. Und das kommt dann in die Mikrowelle und das wird dann gegessen, wenn es fertig ist. Das ist ja... Das schmeckt geil. Ja, ich kann es mir vorstellen. Und mit Chili-Käse schmeckt das natürlich noch besser. Okay. Natürlich ist mit Käse überbacken alles sehr geil, ne? Ja, also Käse so esse ich nicht gern, aber überbacken oder warm ist der halt immer geil. Ja, auch Pizza und so weiter und so fort. Ja, deswegen. Ah, was für ein schlechter Pass. Wie lange der gebraucht hat. Oh, Mist. Wie hat er den jetzt noch gerochen? Oh, faul. Ah, nein, falscher Knopf. Falscher Knopf. Ich hab
Flanke gedrückt statt schießen. Hä, wieso gibt's trotzdem Freistoß? Das ist ja unfair. Triffst du den? Mhm. Nee, gut. Die Glatze hat nicht getroffen. Der Robben sieht hier aus, als hätte er die Glatze poliert bekommen. Ups, das war schlecht. Oh, oh, was macht der denn da? Oh, ich komm nicht ran an den Ball. Verdammt, oh, Mann. Hab ich Glück gehabt. Boah, wippt einfach über mich drüber. Nee. Nein! Ah, schon wieder, ich denke, ich muss mit. Ah, warum drücke ich denn immer was Falsches, Mann? Ich bin doch so durch. Ich bin sowas von durch. Wieso drückst du denn was Falsches? Ja, weil ich zwei verschiedene Steuerungen im Kopf habe. Also zwei verschiedene Standardsteuerungen. Einmal von PES und einmal von FIFA. Ja, dann änder die doch. Genauso, nee. Ich will Standard. Ach so. Halt Standard. Oh, oh, schön. Schade, also dass den hat er doch schön da versucht durchzuzwirbeln, so, ne? Ja. So ein Hackentrick oder was auch immer. Naja, das war eigentlich ein Schuss. Achso. Ach, kann man doch dann mal als Hackentrick sehen. Hackentrick, das war ein Schuss. Das war fast ein Volley. Ja, am Ende dachte ich, wollte ihn noch verlängern. Achso, nee, das habe ich jetzt nur versucht. Ah, Modric. Der so Modric. Nee, jetzt steht er gerade im Abseits. Oh. Ja, ich habe gehört in deinem Video, ich habe es nicht ganz gesehen, das Neueste, dass du schon seit über 2 Monaten kein FIFA mehr gespielt hast. Ja, das stimmt auch. Ach nee, warum habe ich nur weitergepasst? Das müsste man jetzt auch irgendwie, glaube ich, merken. Ja, weiß ich nicht. Also, ich bin ja auch nicht so gut, ne? Ja, ich bin normalerweise jetzt nicht schlecht, aber ich bin jetzt auch kein FIFA-King, sagen wir mal so. Nee, bist nicht so ein Skiller, so, ne? Nee, also Skillen bringt meistens eh nichts. Das musste ich leider schmerzhaft erfahren. Ja, ich habe auch gar keine Ahnung, wie man skillt. Also das Geilste ist ja, ich habe letztens, oder na gut, ist schon ein bisschen länger her, habe ich mal gegen einen gespielt, der war nur auf Skill aus. Ich habe gegen ihn 7-0 gewonnen, weil der sich immer versucht hat, durchzudribbeln. Ja, und dann auch so zaubern wollte, so, ne? Ja, das ist so unnötig manchmal. Ich mache es zwar manchmal auch, wie du jetzt hier gerade gesehen hast, aber in manchen Situationen brauchst du das einfach nicht. Und dann habe ich einfach mal versucht, normal zu spielen und mal ein bisschen logisch zu spielen und dann ging es auf einmal. Ja. Aber das packe ich auch nicht immer. Das packe ich irgendwie ein Spiel lang und auf einmal fange ich wieder an zu tricksen. Warum auch immer. Man muss auch irgendwie viel ruhiger spielen bei FIFA, ne? Also man muss länger da so herum. Also man kann da nicht so durchstürmen, so wie bei PES. Das ist halt ganz andere Spielmechanik, genau, irgendwie. Siehst du, man muss hier kombinieren und so, damit man durchkommt. Oh, Adebayor! Ah, Mist! Da wusste ich nicht, wie ich das beheben kann. Ich habe ihn oben versucht zu kriegen und unten war dann zu spät. Da bist du einfach vor mich gekommen und dann war drin. Bei so einem großen Stürmer gegen Rafinha, das wird dann schwer. Ja, dann hat sich auch noch hinter ihn gestellt, ne? Ja, wenn er hätte versuchen müssen, einen Torwart rauszuholen. Hm. Das wäre noch die einzige Möglichkeit gewesen. Ich meine, so ein Torwart, der kann sowas auch schon mal runterholen. Okay, jetzt hat er mich geknackt, jetzt macht er mich fertig, jetzt macht er mich frisch. Jetzt kommt er mit seinem Skill. Oh, faul. Nix da, Mann. Ah, schade. Kein Problem. Da steht ja auch Manuel Neuer am Tor. Ich dachte, hier steht Axelsson. Kennt ihn einer? Beste Keeper der Welt, wo gibt? Ja, wo gibt? Wo gibt von Welt? Digga, ich geb dir gleich Welt. Bei Dirt 2 ist so ein Rennfahrer drin, der heißt Lars Axelsson oder so. Und dann haben wir die ganze Zeit gedacht, oh, dann hol ich mir mal den Namen bei Facebook. Und dann habe ich mich einfach Axelsson genannt. Oh nö, hat er mich getunnelt auch noch, dieser. Ja. Oh nö, da ist er durch. Nein. Oh, nö. Schöner Schuss. Ja, noch 0-1. Erste Halbzeit gleich vorbei, sag ich mal, ne? Ja, jetzt gleich. Müsste mal rum sein. Schiedsrichter, das manchmal echt 20 Minuten nachspielen. Oder manchmal auch gar nicht. Das geht mir dann auf den Keks. Oh, faul. Freistoß. Jawohl. Was? Philipp Lahm sieht das ganz anders.
nach außen weg. Mist, jetzt holt er mir den Ball ab, ich glaub's nicht. Boah! Jetzt hab ich ihn noch weggenockt. Was, ey? Gib ihm rot da jetzt hier nach dem Spiel auch noch hier rumfaulen. So, hier geht's weiter. Weiter, Mann, ey. Ich hau sie alle weg. So, kurze Pause würde ich sagen. Ich muss mal einen Schluck trinken, damit du dich mal beruhigen kannst. Beruhig dich, Junge, beruhig. So, weiter geht's. Jetzt, wo ich trinke. Na gut, dann probieren wir es. Ja, eigentlich, ich hätte hier schon zwei Dinger machen müssen, ne? Ja. Das war das Problem. Wenn man die Dinger vorne nicht macht, kriegt man sie hinten rein. Das ist ja so eine Weisheit, die die Dudes schmerzhaft schon oft kennengelernt haben. Genau so ist das. Ah, was war das jetzt? Der wollte nicht das machen, was ich ihm gesagt habe. Toni Groß hat einen sauguten Fernschuss. Mist. Nein! Nein! Ich hasse mich! Warte! Da hätte ich mehr raufziehen müssen oder so. Keine Ahnung, ich habe da versucht gezielt. Kabul! Ich habe einfach Friedel im Tor, da passiert nichts. Nein! Oh, dann nimm ihn doch an, Junge! Komm, ich bin schneller! Oh, faul! Hallo? Nix da, Junge. Pfeif doch! Ich geb dir gleich Pfeife. Oh, Walker daneben. Faul. Was? Alter Schwede, das war ein ganz normales Tackling, ey. Mit meiner Faust und dein Gesicht, Digga. Ja, da kann sich mal ein bisschen zusammenreißen, der Junge. So, da ist wieder Walker. Der walkt jetzt über deine rechte Außenseite, ey. Mist. Nein! Ja, Mist. Nein! Hopp! Ah! Hä? Was hast du denn da? Ich hab nach oben gedrückt und so ein Pass. So ein Pass. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Mann. Aber trotzdem wird's am Ende 2-0 dann ausgehen für dich. Eckbälle sind immer gefährlich. Was ist das denn für ein Hammerschuss gewesen? Warum war der so schlecht? Oh Mann. Wo werfe ich denn den Ball hin? Ich weiß es auch nicht. Nee. Nein! Oh, was für ein Pech. Der Herr schon zum zweiten Mal. Ich dreh völlig durch. Ich dreh durch? Boah, Lecky. Ich halt das nicht mehr aus. Oh, das kommt da schon wieder nach vorne. Ich erstinke in meinem eigenen Knoblauch, habe ich das Gefühl. Sehr gut. Genau das wollen die Fans. Dazu müsste ich vielleicht sagen, dass ich eben 3 Knoblauchzehen gegessen habe. Macht man ja so, einfach mal. Im Fleisch. Zum Fleisch. Ach so, ich dachte, oh, jetzt lecker Knoblauch. Einfach mal so essen. Nee, ich hab mir eben was Schönes gekocht und da habe ich halt Fleisch und Zwiebeln in der Pfanne angeröstet und dann Fleisch reingemacht. Und das dann halt aber dabei gegessen. Also ich habe halt die Zwiebeln und das Knoblauch mit auf den Teller gemacht und mitgegessen, weil das so geil schmeckt. Ach so. Ist nicht, dass du denkst, ich esse hier einfach so Knoblauch. Nee, ach, warum sollte ich denn sowas denken? Immer noch 1-0, das kann doch nicht sein. Ah, oh, Mist, ich hätte abgeben sollen dann noch. Versuchen, zumindest. Versuchen, ja, aber das wäre nicht gegangen, weil ich dann den Ball gehabt hätte. Und ich habe ihn da sowieso, von daher. Ah, komm. Oh, Jungs. Was war das denn? Nein, lauf, setz dich durch! Oh! Das Witzige ist, gegen Gabellos habe ich so viele Elfmeter gekriegt, weil er mich jedes Mal weggegrätscht hat im 16-Meter-Raum. Ja, der grätscht ziemlich oft. Und ich habe davon nur einen reingemacht insgesamt. Ich weiß nicht, wieso ich so schlecht bin in Elfmeter. Also wir haben die ganze Zeit im Training jetzt immer nach dem Training Elfmeter gemacht und die letzten, also das haben wir jetzt 5-mal gemacht und bei den 5 Touren habe ich von 12 Schüssen immer 7 gehalten. Oh Gott.
Warum schießt der den drüber? Alter Schwede. Ich bin voll der Elfmeter-Killer. Ich bin übelster Elfmeter-Killer. Beast! Ja. Obwohl du nicht schwarz bist. Was? Obwohl du nicht schwarz bist, bist du Beast. Oh, mach doch das Ding! Nein! Du Sack, ich hasse dich! Adebayor! Blip! Ah Mann, du Spacko! Ey, was sollen diese Schimpfwörter hier? Weil wenn das deine Mutter hört! Da sagt sie, ja, der Alex, das ist ein Spacko, der Axel. Axel-Axel-Song. Arjen Robben, der robbt sich hier. Oh Mann, ey, ich brauch viel zu lange dafür. Der robbt sich hier den Weg durch die Reihen. Mein Freund, ich glaube, jetzt ist hier gleich mal... Ich glaube, du... Was ist hier los? Was ist hier los? Was? Mann, ich hab doch... Alter, was ist das denn? Ich glaube... Der Schiedsrichter hat was gegen Schwarze, nur weil er schwarz ist, ja? Der Adebayor ist auch schwarz. Nur weil er schwarz ist. Ah, ich wusste es, Mann. Ich dachte, nein, tu es nicht, tu nicht, bleib nicht stehen. Springen. Und dann schießt er doch in die Mitte. Mann, du kannst nicht pausieren, wenn du im Ballbesitz bist, hä? Ah. Jawohl, 3-0. Ja, hallo. Komm her, ich geb dir jetzt. Wieso treffe ich denn hier nicht die Dinge? Oh, nee. Ah. Jetzt fange ich auch an zu schwitzen. Vielleicht soll ich mich auch in Unterhose hinsetzen. In meinem Zimmer sind 27 Grad. Ich hock da nicht ohne Grund in Unterhose. Wir haben auch nicht ohne Grund einen Ventilator an. Oh. Und nachher kommt noch David vorbei. Dann ziehe ich mich wieder an. Ah, oh, warum denn? Weil es kommen noch ein paar andere Leute und dann machen wir eine kleine Party. Ah, kommen Sie geil! Klasse! Kommt geil! Na, schlechter Kopfball. So, jetzt alles in die Offensive. Sehr offensiv. Ah, warum speichert er das? Ich wollte tackeln und dann kriege ich plötzlich den Ball und dann schieße ich ihn weg. Nee, keine Chance. Nein. Oh. Schade, ich wollte es versuchen. Oh Mann, ey. Ich will auch ein Tor. Das ist so gemein. Ich bin im Abschluss so schlecht. Ich bin so ich komme nie zum Schuss so richtig. Musst du üben. Der Ball ist aber zweideutig. Da muss ich ein bisschen üben. Nö. Kein Gegentor mehr. Oh, jetzt habe ich meinen eigenen Mann weggehauen. Nein, was ist das für ein hässlicher Pass gewesen, ey. Gibt's ja nicht. Weil der kann nicht mehr. Bolecki. Der ist Kabul. Nein, nicht. Ja, die behindern sich schon gegenseitig. Da sieht man mal, wie schlecht die Abstimmung in dem Team ist. Nein. Ja, wenigstens das Gnadentor. Das Gnadentor. Oder Ehrentor, wie auch immer man das sagt. Ich fand's hier super. Endlich mal getroffen. Ich freue mich über ein 1-3. Ja, freue du dich. Oh Mann, ich bräuchte noch mehr Zeit. Ich hätte dich noch gekriegt in der Verlängerung. Keine Zeit. Ja, wunderbar. Schönes Spiel. Ja, war's. Definitiv. Ich hätte mehr reißen müssen. Bei mir sind höchstens die... Wen hättest du reißen wollen? Ja, Tore oder Achillessehnenriss, weiß ich nicht genau. Was? Ja, in meiner Mannschaft mit Bremen, als ich mit Darmstadt gespielt hatte, war es irgendwie so,
dass wir 700.000 Mal Achillessehnenriss hatten. Und das war also die Standardverletzung bei uns. Das ging einfach nicht mehr mit. Achillessehnenriss. Ja. 10 Jahre Pause. Ja, echt mal. 3 Monate. 2, 3 Monate immer. Ey. Schau dir das mal an. 12 Punkte, 0 Punkte. Spiel beenden. Willst du wirklich verlassen? Torverhältnis -7. Wir haben schon mal gegeneinander gespielt, glaube ich. Ja, wir haben schon öfters gegeneinander gespielt. Ich habe 4 Niederlagen. Verstehe ich gar nicht. Ja, wir spielen auch wieder gegeneinander. Ja, werden wir nochmal machen, denke ich. Ja. Wunderbar. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei dir und auch bei meinen Zuschauern. Und ja. Gar kein Problem. Man sieht sich. Macht's gut. Sich. Tschüssikowski. Tschüss.